In der Seidef AG in Bozieux bei Freiburg befindet sich die größte Müllverbrennungsanlage in der Region. Der Müll wird aus dem Umland nach Bozieux transportiert. Es sind vor allem Freiburger Gemeinden, aber auch ein paar aus dem Waadtland dabei. Isabel Beriswil gibt eine Führung durch die Anlage. Da sehen wir die oberen Bildschirme, das sind Kamerabilder. Die ganze Anlage hat etwa 60 Kameras. Hier befindet sich das Herzstück der Anlage, und zwar der Ofen. Bis zu 900 Grad steigt die Temperatur im Inneren. Wir haben jetzt den Dampfkessel, oder? Das ist da, wo man sieht hier auf dem Bild, im Dampfkessel hat es 63 Kilometer Röhren. Mhm. In diesen Röhren ist warmes Wasser und mit der Wärme vom Ofen tut man das Wasser erwärmen. Das tut sich in Dampf umwandeln und dieser Dampf wird dann in die Turbine geführt, wo er sich in Elektrizität umwandelt. Und der Strom eben wird zum Teil intern gebraucht, aber der ganze Rest, also 85%, wird dann auf das Netz vom Grupp E gespeist. Das sind eigentlich, eben, wie ihr seht, hier Energiereserven. Das sind Ballen, eben, wenn die Anlage revidiert wird oder so, wenn man mal zu viel Abfall hat, wo man nicht nachkommt mit Verbrennung, tun wir die so in Ballen konditionieren, genau wie Heuballen bei den Bauern oder einfach ein bisschen weniger gut verdaulich. Ja. Und die werden hier gelagert und dann alles nachverbrennen, wenn man mehr Kapazität hat. Schmeckt's gut? Ja, das ist wirklich lecker. Hier hast du noch mehr. Wirklich gut. Also hier sind wir jetzt am Schluss des Prozesses, wo man die Schlacke sieht aus der Verbrennung. Und aus der Schlacke kann man noch Wertstoffe rausnehmen. Also Metall, Eisenhaltungsmetall, Nicht-Eisenhaltungsmetall. Kann man dank der Anlage noch rausnehmen oder das Metall rezyklieren wie jedes andere Metall. Der Rest kommt dann in die Deponie.